Masern sind also bei weitem nicht nur eine Kinderkrankheit. Darauf will das bayerische Gesundheitsministerium noch einmal verstärkt aufmerksam machen, so vielleicht auch mögliche Impflücken füllen. Herr Professor Dr. Bogdan, wie sieht das aus? Sie kennen die Vorbehalte der Impfgegner. Können Sie das nachvollziehen, die Gefahren für die Kinder, die ja immer angegeben werden? Wie ist da Ihre Einschätzung? Also aus immunologischer Sicht kann ich das und als Arzt kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht soll ich kurz erklären, was bei der Impfung eigentlich gemacht wird. Man benutzt ein sogenanntes abgeschwächtes lebendes Masernvirus. Abgeschwächt heißt, dass dieses Masernvirus selbst keine gravierende Erkrankung auslöst. Und dieses Virus benutzt man, um eine Immunantwort auszulösen, die dann vor dem richtigen Masernvirus schützen soll. Und das ist eigentlich eine wirklich ganz bedeutsame Entdeckung der Medizin gewesen, dass man durch eine nicht durchgemachte Erkrankung vor einer richtigen Erkrankung schützen kann. Mhm. Und dementsprechend sind die Bedenken, die geäußert werden von Impfgegnern, dass eben die Impfung an sich ein Problem auslöst, erstmal nicht gerechtfertigt. Natürlich können Masernimpfungen zu einer Nebenwirkung führen. Ja, das können normale Nebenwirkungen sein, wie zum Beispiel Schmerzen im Oberarm. Das kann auch mal das Auftreten von Impfmasern sein, in vielleicht 5 bis 10% der Fälle. Aber das ist nicht vergleichbar mit der richtigen Infektion und vor allem mit dem Hinblick auf die Komplikationen. Mhm. Bei der richtigen Infektion, da habe ich eine Häufigkeit von einer Hirnentzündung von 1 in 1000. Bei einer richtigen Wildvirusinfektion, bei der Impfung wäre diese Wahrscheinlichkeit um Faktor 1000 bis 10.000, wenn es überhaupt eintritt, geringer. Das heißt also, diese Relation zwischen Impfung und Nutzen der Impfung und der Prävention der Erkrankung ist wirklich so, dass wir für die Impfung uns ganz klar aussprechen. Gibt es denn neben den emotionalen Gründen, die ja Impfgegner, Impfskeptiker oft angeben, gibt es da auch medizinische Gründe, warum man nicht impfen sollte oder Es gibt darf? Ganz klar definierte Kontraindikationen, wann wir eine Impfung mit einem lebenden Impfstoff nicht durchführen. Also wenn jemand zum Beispiel ein nicht funktionierendes Immunsystem hat, dann bekommt ein solcher Patient oder Impfling generell keine Impfung mit einem lebenden Virus. Mhm. Ja. Das wäre zum Beispiel eine seltene, aber klar definierte existente Kontraindikation. Mhm. Oder wenn jemand eine schwere Hühnereiweißallergie hat. Mhm. Denn das Impfvirus muss hergestellt werden und da sind Spuren von Hühnereiweiß drin. Die machen dem normalen Menschen gar nichts. Aber wenn ich jetzt eine Prädisposition habe, also Reaktion auf Hühnereiweiß stark ausgeprägt, dann würde ich einen solchen Impfling auch nicht mit einer Masernimpfung impfen. Okay. Herr Dr. Engelmeier, wie ist das bei Ihnen in der Praxis, wenn jemand kommt und sich impfen lassen möchte? Oder machen Sie das grundsätzlich von sich aus oder weisen Sie eher darauf hin? Wie ist das? Ich mache das grundsätzlich aktiv, weil das ganz wichtig ist, dass die Menschen ihren Impfschutz einfach mal kontrollieren. Das gilt nicht nur für die Masern, Mumps, Röteln Impfung, gilt für alle Impfungen. Das heißt, ich spreche die Leute an, bringe sie ihren Impfausweis mit, wenn sie zum Gesundheitscheck kommen, generell, aber auch bei anderen Gelegenheiten, Impfausweis mitnehmen. Und da stelle ich doch erhebliche Impflücken, aber nicht nur im Bereich Tetanus oder Masern, Mumps, Röteln, auch bei FSME fest. Und das ist die Aufgabe des Hausarztes, hier proaktiv darauf zu gucken, dass die Menschen ihren Impfschutz im Auge behalten. Herr Professor Bogdan, sollten sich Erwachsene impfen lassen? Unbedingt, denn jeder, der die Erkrankung nicht durchgemacht hat und bisher keine Impfung hat, ist gefährdet, diese Infektion zu erwerben mit den entsprechenden Komplikationen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Studiogästen. Liebe Zuschauer, in der nächsten Ausgabe von Praxis Mensch beschäftigen wir uns mit dem Thema Prävention von Volkskrankheiten. Diabetes oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen immer mehr zu. Wie man durch Vorsorgeuntersuchung, richtige Ernährung und Bewegung schon im Kindesalter vorbeugen kann und was das neue Präventionsgesetz für Bayern bedeutet, das wird unser Thema sein. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.